Ich, oh Gott, was soll ich machen? Ich bin tot. Kannst du dir eine Schutzfasse anziehen, wenn ich du jetzt wegkommst? Ich bin tot. Ich hatte genau in dem Moment, ist die Rüstung kaputt gegangen. Und dann habe ich 4-5 Herzenschaden bekommen. Das weiß ich nicht. Ich hab ihn getroffen. Er ist tot. Ja, er ist tot. Ich hab ihn getroffen mit dem finalen Schuss. Mit dem Pfeil. Oh. Alter. Achtung, Creeper. Alter, wir haben Varo gewonnen. So Leute, gerade eben habt ihr die finalen Momente von Varo 2 gesehen. Und heute wollt ihr euch mal ein bisschen halt über die Sache von Crafting Pad geben. Das halt über 500.000 Leute so gesagt verarscht hat mit German Let's Play und so. Da er eigentlich seine 14. Folge verbummelt hat. Und er dafür halt seinen Betrag klären muss und er hat halt Spark of Phoenix nicht gesagt, German Let's Play nicht gesagt und einfach alle Zuschauer verarscht damit. Und ja, in seinem Video das Statement mit Pixel Wolf hat er halt immer alles angesprochen halt und sowas. Ich will ihn jetzt nicht hochtaten oder so, ich sag nur meine eigene Meinung. Und ja Leute, ich find's halt unnormal scheiße von ihm und ja. Also Patrick hat auch darüber ein Video gemacht. Der heißt Varo 2 Skandal da, macht er auch, da Dings da, spricht er auch nochmal alles an, da könnt ihr halt nochmal alles angucken. Ich verlinke euch die zwei Videos. Und ja Leute, ich wollte einfach nur jetzt mal ein bisschen darüber reden, wie ich es halt so persönlich finde. Im Hintergrund werdet ihr irgendwie vielleicht ein Bild oder irgendwie sowas halt sehen. Oder Minecraft PvP, irgendwie sowas in der Art, ja. Aber ich wollte euch halt einfach nur mal eingehen, dass ich halt persönlich auch nochmal scheiße finde, wie viel, was für eine Riesenmasse er an Leuten damit verarscht hat. Denn, okay, einerseits kann ich es verstehen, er war im Finale, er war halt sehr aufgeregt und sowas. Aber ich finde es wirklich extrem scheiße, wie er alles so gemacht hat, also warum er es einfach so gemacht hat, mit einfach so viele Leute zu verarschen, ja, er hat wirklich über 500.000 Leute verarscht damit, weil ich glaube, er hätte nie im Leben gewonnen, hätte er diesen Inventar-Klick gemacht, denn bei Varo ist halt eine Regel so, wenn man halt eine Folge verdoppelt oder so, wird das komplette Inventar vom Team gecleared und eigentlich müsste es halt so sein, dass halt Spark of Phoenix und Crafting Pad halt das Inventar clear bekommen und ich finde es deswegen auch ein bisschen unverdient für MC Expert her auch, ja, dass er halt wirklich gegen beide machen musste, okay, er hat seine geile Falle gehabt und sowas, apropos Falle, das Video kommt am Dienstag für seine Falle. Und ja Leute, ich wollte halt nur ein bisschen dazu äußern, dass ich es persönlich unnormal scheiße finde an Crafting Pad, dass er halt das gemacht hat und ich wollte einfach nur sagen, meiner Meinung nach hat MC Expert Varo 2 gewonnen und Crafting Pad wird so gesagt seinen Titel anerkannt. Er hat seine Strafe bekommen, dass er deswegen in Varo 3 gebannt ist. Also er darf Varo 3 nicht mitmachen wegen dieser Regel, aber naja. Also ich hoffe, es hat euch kurz gefallen über dieses kurze Statement-Video dazu. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, bewerten, kommentieren, vergesst nicht, ich bin raus und tschüss, und ich bin der Boss.